Here we go. Tipp, please. Nee, kein Tipp. So. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4, The Ballad of Gay Tony mit mir, dem Man King. In der letzten Folge haben wir den Jungs wieder geholfen, wir haben Drogen verticken. Und jetzt gehen wir mal zu Maury. Hieß er Maury? Der, auf jeden Fall der Bruder von Brucey. Eieiei, diese Muskeltypen. Bah. Naja. Hey, Lou, come on in. Hang on one second. Check. Mate. See ya! Little thicko never went to college. I never got into an Ivy League school. I got into two! Yeah! Come on, let's get out of here. Boah, wie heftig der den fertig macht, ey. Eieiei. Take us over the bridge into the heliport. So, I got a proposition for you, Louis. It's Louis, bro. It'll be little Louise if I want it to be. You still owe me money, so you're still my bitch. Man, Tony, you owe me, bro. Making me hang out with this jackass. Now listen to me. I got a wager. I ain't having no monster measuring contest, bro. I keep telling you I ain't into that creepy shit. No! My jackhammer would crush the shit out of you, bitch! No. I'm talking a fair bet. Calculated risk. What's on the line, then? Terrifyingly insecure midget? Well, how about everything Tony owes me? And I promise to get out of your life if you win. Yeah, that sounds too good to be true, bro. What happens if I lose? I get everything. You're rolling with me full-time, hombre. Buddies for life. All or nothing, eh? Heavenly peace or a lifetime of being tortured by some hellish imp? Shit is tough. Calculated risk. What are you gonna do? Okay, so what are we betting on? It's a race, you fucking pussy. All around the city, only for serious high roller cats. Choppers, boats, cars, and everything in between. So all I gotta do is win that, and you out of our lives? In theory, yes. But that ain't gonna happen, dog. Cause I never lost at nothing in my old life. Maybe that's because I had a brother as pathetic as Little B. Or maybe it is because I am the S-H-I-T, bitch. Yeah, you shit, all right. Now, if you do win, which you won't, you just gotta help me with one more thing. And then all your contractual obligations are released. Hey, here's to that. Oh, wie ich dann weinen werde, dass wir nicht mehr für ihn arbeiten können. Oh, Mann. Naja, aber das Rennen, das wird jetzt schon richtig, wenn das jetzt diese Mission ist, dann wird das richtig genial. Oder, naja, dieses Netz, sage ich mal so. Wir müssen dann halt, wie er schon gesagt hatte, zu Boot, mit dem Auto und halt, per Fallschirmsprung, glaube ich, auch noch. Nee, per Helikopter, nee, doch per... Ach. Yo, them little legs of yours, they're gonna carry you too fast. Wir sehen es eh gleich, also, ich halte mal die Klappe. You have all been provided! Parachutes, boats, and cars! You will be airlifted to the start where you will race from one vehicle to the next. The first person to make it to the finish in Middle Park is the winner. Are you ready? Fuck yeah! Yeah, I'm racing an orange midget. Why wouldn't I be ready? Fuck! Wir müssen schneller als Maury sein. I'm the daddy. Also hier auf der Minimap sehen wir auf jeden Fall mal, wo Maury ist. Ja, klar. Wir müssen halt nur versuchen, immer vor uns zu sein. So. Ob ich
direkt auf einem Boot landen kann oder ob ich es vermassel. Ja, mal schauen. Das Rote finde ich geil. Das Rote ist geil. Wow, wow, wow. Auf dem Roten, bitte. Na, fast. Komm schnell. Der Erländer landet direkt auf dem Boot, ey. So ein computergesteuerter Sack, ey. Ich baller dir gleich die Fresse hier ein, ey. Mit meinem kleinen Punkt. Yeah, yeah. Oh ja, da kommt wieder Vice City gegen auf. Diesen Boot hier. Jetzt hinter mir, ja. Gut, gut, gut. Ja, hier mit dem Booten da, holen wir uns schon ein bisschen Vorsprung. Also habe ich beim ersten Mal gemacht, als ich die Mission gespielt habe. Danach. Das ist eigentlich auch easy. Boah, immer was Geileres hier. Ja, geiles Traum. Ah, doch lieber Elektroschock. Oh yeah. Ja, Maui liegt schon sehr weit hinter uns. Finde ich gut. Ja, wieso sind hier so viele Schiffsbugs? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ist das in New York auch so oder nur hier in Liberty City? Elektroschock. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Fällt mir gerade ein. So. Ich habe gestern meine TV-Karte bekommen. Hier diese Viva Media A727 oder wie heißt die halt, hat die aufnehmen kann. Und weil ich mir auf jeden Fall mal vorgenommen habe, Kingdom Hearts oder Super Mario Sunshine weiterzumachen, weil dadurch kann ich jetzt bestmögliche Quali rausholen. Und auf jeden Fall PS3-Spiel. Ich habe es glaube ich mal schon bei Böse Nachbarn erwähnt. Ich würde dann Uncharted 2 spielen. Ich werde es versuchen, so früh wie möglich zu spielen. Weil ich habe nur Gutes davon gehört. Und ich dachte, vielleicht gefällt euch das, ja. Also auf jeden Fall Uncharted 2 und dann Kingdom Hearts oder Sunshine. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und welches Spiel ihr gerne sehen möchtet von den beiden. Naja. Ansonsten, wie soll man was so sagen? Ansonsten leck mich Maury, ey. Viel zu schnell für dich. Und ich habe den längeren. Yeah, yeah. Wie lange geht das denn eigentlich noch? Warte. Schauen wir mal. Also wir müssen Mittelpark hier hin. Ich wette, hier legen wir gleich, ob ich an. Denn hier per Auto. Ah ja, hier müssen wir eigentlich. Ja, wir legen gar nicht an. Wir können unser Boot einfach auf den Strand drauf fahren. So. Schnell parken fürs Boot. Und die verkackten Autos. Yeah, yeah. Den schnapp ich mir mal. Der hier sieht geil aus. Ne, er ist grün. Ach, fuck, egal. Oh, wir haben hier sogar Nitro. Oh nein, das ist der Wagen, den man nicht richtig steuern kann. Ich hasse es, wenn man keinen Grip hat. Oder ist es hier nur auf dem Weg? Komm, halt auf die Straße, bitte. Straße. Der. Ah, ja. So, Feststelltaste ist für mich. Oh, okay, da warte ich mal auf eine etwas länger. Nein, nein, das war noch nicht lange noch. Wenn irgendwo lange noch ist, dann benutze ich mal die Spur. Echt mal, bei GTA San Andreas hatten sie das drin und dann bei GTA 4 war es nicht mehr drin. Das ist einfach so eine Verarsche. Das fand ich so geil bei San Andreas, wo man auch sogar sein Auto-Tune konnte und so viele Möglichkeiten hatte. Und hier bei GTA 4, na, da hockt doch wieder eine bessere Grafik. So, jetzt geht's aber. Und hier. Bam! Wow, 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 wow. Ich muss gleich
Ach, hier wurde Yusuf. Cool. Oh. Ja, fast zu weit gefahren. Boah, diese Dreckstaxis, ey. Kann man nicht mal richtig hier aus dem Weg fahren, ey. So eine Scheiße. So, bam. Oh, normal. Komm, hab ich nicht mehr. Ich hab kein Niveau mehr. Ach, trotzdem geschafft. Yeah. Na moin, was hast du jetzt zu sagen? Ouch, man. That's gotta be an expensive race for you. Bullshit, man. Someone must have sabotaged me or something. No, shit, no. I wanted to lose. You think ponies cash mean shit to me? I got other investments. Yeah, good for you, Tiny. So, we gotta see each other again? I told you, Louie. One more job. I got some cars to procure and you're gonna help me. Come by Brucey's and we'll hit it. Yeah, all right, bro. I gave my word. Okay, das war's mit der Folge mit Sys 8 Checkers. Ja, nur wir sind Checkers. Ich bin Endking, wir spielen The Ballad of Gay Tony. Und ich sag mal, bis zur nächsten Folge und bis dahin immer schön geschmeidig bleiben. Tschüssi!